Hallo meine Lieben, ich habe euch letztes Mal gezeigt ein Heft, das ich gemacht habe mit Maserungseffekt, Holzmaserungseffekt. Ich hoffe, das könnt ihr mal sehen. Und auch mit Mooseffekt. Das sieht ja jetzt in Kamera so aus, bisschen anders, glaube ich, bisschen besser wie auf den Bildern. Und dass ich sehr viele Anfragen von euch bekommen habe, wie ist das, wie habe ich das gemacht, wie habe ich das hinbekommen, habe ich mir gedacht, ich mache ein Leinwand mit Holzmaserungseffekt und mit Mooseffekt, und da zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Leinwand, wie ihr mal schon seht, den habe ich schon mit brauner Farbe hier grundiert. Darunter habe ich mir ein Buch hingelegt. Es wird ein bisschen einfacher, das hier zu gestalten. Das Buch ist leider etwas zu klein, darum, wenn ich werde hier drücken, das wird ein bisschen schwierig, aber macht nichts. Wir holen uns einen Pinsel und dann fangen wir mal an. Ich habe mir hier die braune Farbe, die ich hier benutzt habe, habe ich mir hier auch mit dieses Mal mit Paste. Ich habe schon einmal für euch ein Video gedreht, wo ich das mit weißer Farbe gemischt habe, aber die weiße Farbe ist irgendwie, das waren irgendwelche Reste von keine Ahnung von welcher Farbe, und die war total flüssig, denn dieses Effekt hat ja überhaupt nicht zu gelten gekommen. Also, erste Lektion: Die Farbe darf nicht zu flüssig werden. Dieses Mal, um den Fehler zu vermeiden, habe ich die braune Farbe mit also mit bisschen weißer Farbe und mit etwas von Strukturpaste, einfache weiße Strukturpaste gemischt. Die ganz normale klassische Strukturpaste. Jetzt tun wir das drauf. Einfach mit dem Pinsel. Also wenn das nur reine Paste wäre, dann kann das ruhig etwas dicker auch drauf gemacht werden. Dann kommt das Holzeffekt, also ein bisschen so dieser 3D-Effekt, bisschen besser zum Gelten. Aber für uns reicht das jetzt so. Und jetzt, wir brauchen ein Kamm. Wir brauchen den Holzmaserungsstempel. Der sieht ja so aus. Und jetzt, ich hoffe, das könnt ihr jetzt sehen. Ich lege den Stempel hier drauf und dann, ich muss das einfach ziehen. So ein bisschen mit Hand bewegen und dann nochmal ziehen. So. Jetzt muss ich diese Farbe ein bisschen abbekommen. Und dann machen wir weiter. Einfach ganz so. Und so entsteht dieses Effekt. Also ich finde das total toll. Ich glaube, das wird jetzt mein Lieblingsspielzeug. Ganz einfach. So ist er. Wenn wir nicht zufrieden sind, wir können das nochmal durchziehen, bis das Effekt so aussieht, wie wir es wollen. So. Jetzt muss das alles ein bisschen trocknen. Und dann fangen wir mal mit dem Moos an. So, unser Holz ist jetzt trocken. Und dadurch, dass da ein bisschen Paste da drin ist, wir haben so schöne Maserung in 3D-Effekt. Ich vermute, nur mit der Paste würde das noch schöner aussehen. Mache ich irgendwann natürlich auch. Und jetzt, ich weiß, ich habe euch versprochen, dass wir mit Mooseffekt anfangen, aber da ist noch ein bisschen weiterer Weg dazu. Im Moment, ich werde das
mit Aquacolor von Stamperia besprühen, um dieses Effekt ein bisschen rauszuholen. Ich habe mich auf die für Farben entschieden. Das ist nächstes Produkt, den ich liebe. Also ich mag wirklich sehr diese Sprühfarben. Die haben auch sehr schönes Glanz. Die sind mit Mika drin. Und die sehen ja wirklich wunderbar in alle Mixmedia-Projekte. Dazu brauchen wir auch Wasser. Also das habe ich einfach in eine normale Sprühflasche drin. Dann müssen wir das Wasser besprühen. Dann verteilen sich die Farben besser. Und jetzt fängt unser Spaß an. Die haben wir schon solche einfach noch nicht da drin, ne? So, um das alles etwas zu beschleunigen, nehme ich ein Heat Tool. Das ist eigentlich für Embossing, aber ich finde das total schön, weil das gibt ja Wärme, aber nicht so stark, ist nicht so stark wie das normale Haarföhn. Ich komme gleich zurück, will ich euch nicht langweilen weiter. So, die Farbe ist jetzt trocken, das sieht jetzt so aus. Und jetzt möchten wir, wie das wirklich alte Holzbretter aussieht. Dazu brauche ich mein Lieblingslineal, den benutze ich auch bei Scrapbooking Arbeiten. Und ich habe mir die beiden Puder vermischt, dass die Farbe so ein bisschen brauner wird. Also dunkler. Und dann dann versuchen wir mal ein bisschen Linien von Holzbrettern nachzumachen. Sieht jetzt so aus. Und jetzt, meine Idee war, dieses Ohr hier mit einarbeiten. Aber natürlich, wir wissen, dass wir können nicht auf dunklen Untergrund ein Ohr drauf zu machen, also ein Ohr, ein Reispapier oder Serviette drauf zu machen, weil die Farben, die werden nachher nicht mehr, kommen nicht richtig zu gelten.
Was machen wir jetzt? Ich mache mir erstmal eine Zeitung runter. Auf der Rückseite. Und in diesen Kleber, das ist ein Kleber, der ein weißes Schicht bildet, tun wir einfach damit besprühen. So. Und jetzt, so wie ich mich kenne, dann habe ich nachher 12 Uhr ganz woanders. So. So, ich werde jetzt dem Ohr ein bisschen Schattierung geben, dass das so ein bisschen zum Gelten auch kommt. Genauso wie ich vorher mit den brauche ich ein bisschen Wasser. So arbeiten wir damit weiter. Ich will euch nicht langweilen, darum ich komme gleich wieder zurück. So sieht jetzt unsere Uhr mal aus. Und jetzt, also ich werde den, ich glaube, ich bin mir noch nicht sicher, ich glaube, ich mache hier noch so ein Glanzlack drauf oder keine Ahnung. Jetzt fangen wir aber mit Spaß mit dem Mousse-Effekt. Wir haben den Mousse-Effekt in zwei Farben, einmal dunkel, einmal hell. Und die müssen wir beide benutzen, um das Effekt richtig zu bekommen. Erstmal tragen wir die, könnt ihr mal sehen, am besten so einen ziemlich steifen Pinsel. Da könnt ihr mal sehen, die Farbe ist mit so, ja, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, die hat so kleine Härchen drinnen und dadurch entsteht unseres Effekt, ja. Jetzt tragen wir mal das auf. Und dann, wir nehmen die helle Farbe. Jetzt sieht ihr vielleicht etwas besser. Jetzt nehmen wir die helle Farbe und direkt auf die feuchte Farbe, dunkle Farbe tun wir mal drauf. Das kann sich ruhig zusammenmischen. Und jetzt, das ist meine letzte Empfindung, wir nehmen den, und dann habe ich gerade hier in Flasche in Burgund Version, das ist diese Velvet Pulver, da muss ich ein separates Film darüber machen. Das sind so, ja,
Mein ist leider in, das sind so Kugelchen darauf geworden, weil ich den offen habe. Ich habe das Rest hier in diesen Behälter hier gehabt und dann ist ein bisschen Feuchtigkeit reingekommen und der hat sich so ein bisschen verklumpert. Aber das macht ja nichts. Also ich schmeiße den nicht weg, weil für den, für diesen Effekt, das macht ja wirklich überhaupt nicht aus. Ich streue das mal so ein bisschen drüber. Dann mache ich so ein bisschen mit Pinsel. Drücke ich das so ein bisschen rein und das Rest einfach abpusten. Und so sieht das jetzt aus. Gleich wenn das trocken ist, dann werde ich das noch mit Antikpulver bearbeiten. Das zeige ich euch aber gleich. So, das Mousse ist jetzt trocken. Sieht so aus. Und dass es ein bisschen realistischer aussieht. Ich habe letztens mit braunen Antikpulver gearbeitet und dann einfach etwas dreckig gemacht. Also jetzt brauche ich kein Buch mehr. Einfach. Und hier auch so ein bisschen ganz leicht mit dem Pinsel durchgehen, aber auch diese Umrisse machen, denn wirkt das mehr natürlich. Natürlich Finger ist als beste Werkzeug. Muss ich ehrlich sagen, rund um den Ohr habe ich auch mit dem Finger nachher die Schattierungen gemacht. Also ich finde das wirklich am besten, ist für mich am einfachsten. So, machen wir den einfach dreckig. Den Antikpulver, der hinterlässt so pulverige Schicht, darum pudrige Schicht, dann passt das wirklich toll zu dem Mousse, wirkt das wirklich genial. Also ich habe mir überlegt, ich kaufe mir hier bei Stamperia Mechanismen mit Uhrzeiger und es wird ein Uhr davon gemacht. Also ich bestelle die auf jeden Fall, die findet ihr nachher bei mir auch im Shop. Und so sieht es aus. So. So sieht man vor, sieht das vorher aus. Und so sieht es danach aus. Noch eine wichtige Sache zu den, das habe ich euch vergessen vorher zu sagen, wenn ihr mit Sprühfarben arbeitet, gerade wenn die Mika drin haben, sofort nach Gebrauch soll man das Sprühkopf einfach abmachen und ins Wasser, also dieses Stück da ins Wasser reinstecken und ein paar Mal einfach draufdrücken, durchsprühen, sonst die gehen ganz schnell zu, die Düsen, und dann sind die praktisch nicht mehr zu gebrauchen. Also durchspülen und dann könnt ihr die immer wieder benutzen. So, ich mache das Rest jetzt schon alleine und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.